Ja, Vloggen ist vermutlich eine der krassesten Reisen, auf die ich mich jemals in meinem Leben begeben habe. Und sie begann vor 5 Jahren, 2017 sozusagen. Heute ist Jubiläum, heute zum Release. Und das müssen wir natürlich feiern, ist doch klar. 2017 war die Weltreise, da habe ich mit viel Muffensausen diese Reise begonnen und es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Heute zur Feier des Tages möchte ich mal so meine Top 5 Vlogs, also meine persönlichen Lieblingsvlogs, die in diesen 5 Jahren entstanden sind, dir präsentieren. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich es gemacht habe, denn ich kann damit auch persönliche Erlebnisse sehr, sehr schön in Filme packen, mich kreativ austoben, Geschichten erzählen und das, was man vielleicht sonst bei Kundenaufträgen als Filmemacher nicht unbedingt machen kann, eine komplett neue Art des Storytellings ausprobieren. Ich habe dadurch gelernt, indem ich selber vor der Kamera bin, zum Storyteller zu werden und auch viel auf die Schnauze zu fallen und daraus zu lernen und neue Dinge wieder zu probieren, zu experimentieren. Und dazu ist gerade für mich der Vlog da. Und hier sind meine Top 5 Vlogs aus 5 Jahren Clemens Bittner Vlog. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Inspiration mit diesen Vlogs und ja, vielleicht motivieren sie dich dann auch dazu, dass du selber losgehst und sagst, hey, was der Bittner kann, das kann ich doch viel besser. Oder ich ziehe mir ein paar Sachen raus, was der Bittner sonst so macht. Ja, viel Spaß damit, gute Unterhaltung. Als ich ein Kind war, da hat mir mein Vater immer vom Grand Canyon erzählt und ich habe mir das dann immer so ausgemalt und ich wollte dann eines Tages, wenn ich groß bin, unbedingt mal hin. Und heute bin ich nicht unbedingt groß, aber zumindest erwachsen. Und heute ist der Tag gekommen, wo ich am Grand Canyon bin. Ja, wenn du auf so einer langen Weltreise bist, da stellst du natürlich auch die Sinnfragen. Was willst du eigentlich im Leben? Und natürlich willst du glücklich sein. Und mir ist klar geworden, der Schlüssel zum Glücklichsein ist Dankbarkeit. Und mir fallen so viele Momente auf der Reise ein, wo ich dankbar bin und auch Glücksmomente habe, wo ich wirklich ein Dauergrinsen habe. Ich bin dankbar, dass ich diese Wahnsinnsreise machen darf, dass ich einen Kumpel habe, der mit mir mitzieht, ja, und der mich aushält, von dem ich lernen kann und dass wir super klarkommen miteinander. Dass ich zwei gesunde Füße habe, mit denen ich zu solch unglaublichen Orten gehen kann, dass ich zwei gesunde Augen habe, mit denen ich diese Weltwunder sehen kann. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Eine gute Freundin von mir hat letztes Jahr ihr rechtes Augenlicht verloren. Und das geht ans Herz und schafft mir noch mal mehr ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich daheim habe. Wertvolle Menschen, auf die ich mich wahnsinnig freue, auch nach dieser Reise. Ich bin dankbar, dass mein Kopf so frei ist, aber das war harte Arbeit. Letztes Jahr war wirklich schwierig, da war ich nicht immer glücklich. Da gab es Momente des Frusts, ich war wahnsinnig überarbeitet. Ich hatte puren Stress, private Turbulenzen und das war nicht mehr so der Clemens, den ich eigentlich kannte. Und dann habe ich gemerkt, ich muss was ändern. Ich muss mein Leben irgendwie vereinfachen. Ich habe mir eine Not-to-do-Liste geschrieben. Einfach Dinge, die ich in Zukunft nicht mehr machen möchte, die ich in meinem Leben nicht mehr haben möchte und dann einfach Entscheidungen getroffen. Und das schafft mir wieder einen freien Kopf. Ja, ich kann dadurch wieder mehr im Moment sein. Ja, und das Ziel ist im Leben, habe ich für mich beschlossen, ich möchte so gut es geht jeden Moment im Leben genießen. Und warum soll es unmöglich sein? Ich weiß ja nie, wie lange das geht hier mit dem ganzen Leben hier. Und ich weiß nur, jetzt im Moment geht es mir Gott sei Dank gut. Und dessen muss ich mir bewusst sein und das wertschätzen. Ich sehe es hier tagtäglich auf der Reise, was man an einem Tag erleben kann. Das ist einfach unfassbar. Ja? Eigentlich ist es ja relativ simpel. Ich muss einfach nur da rausgehen, das Wunder Erde sehen und wertschätzen, dankbar sein und dann einfach nur noch den Moment genießen.
Habe ich gesehen, wie es tatsächlich um mich bestellt war, und es war krass schockierend. Wenn die finanziellen Sorgen einem Kopfschmerzen bereiten und das ist was, wo man natürlich auch an sich selbst zweifeln lässt, dann muss ich mir mal hier wieder 500 Euro leihen. Das ist beschissen. Social Media ist nur ein Auszug aus dem realen Leben und darauf möchte ich heute eingehen. Ja, ihr seht es auf Social Media, jetzt auch gerade bei mir auf der Seite, hier glamorous Drehs in London, Italien etc. mit Prominenten wie Kim Wilde, Anastasia oder Tokyo Hotel. Und da werde ich natürlich auch häufig drauf angesprochen. Und das ist super, das ist schön. Es ist genau das, was ich mir immer erträumt habe. Aber ich möchte trotzdem auch mal so einen Blick hinter die Kulissen gewähren, denn es ist nicht alles nur immer glamourös. Es ist auch wirklich, es ist harte Arbeit, es ist Stress. Und der Weg dorthin, der hatte auch viele Krisen. Deswegen möchte ich heute mal ein bisschen auspacken. Also gerade dieser Weg dorthin, zu diesem Leben, darauf möchte ich eingehen, dass eben nicht alles glamourös war auf diesem Weg. Ich habe begonnen in München in einer Einzimmerbude. Es war extrem klein, 26 Quadratmeter, Waschmaschine, Bett und nebendran meine Couch, auf der ich geschnitten habe. Da habe ich die Imagefilme für die Firmen geschnitten, wenn die das gesehen hätten, den Kopf geschüttelt. Aber gut, so war es. Es war alles andere als glamourös. So, und in dieser Anfangsphase habe ich gerade selbstständig gemacht in München, nachdem ich studiert hatte und erste Praktika gemacht habe, habe ich eben dann die Firma Bittner Productions gegründet. Und die ersten zwei Jahre liefen holprig und dann bin ich aber krass in eine Krise geschlittert. Denn es ist ein Auftrag nach dem anderen einfach weggebrochen. Es war irgendwie so ein Negativ-Run. Und ich habe zu der Zeit Videotagebuch geführt. Also mein MacBook einfach aufgeklappt und freie Schnauze in die Kamera reingeplaudert, wie es mir gerade so geht, über mein Befinden. Und einen Ausschnitt von damals, 2012, habe ich jetzt vor kurzem wiedergefunden. Wenn die finanziellen Sorgen einem Kopfschmerzen bereiten, kann man auch nicht mehr so unbeschwert an andere Dinge denken. Und das ist was, wo man natürlich auch an sich selbst zweifeln lässt. Es belastet einen momentan. Natürlich belastet es auch die Eltern. Und dann muss ich mir mal hier wieder 500 Euro leihen. Das ist natürlich beschissen. Aber ich habe noch Kräfte, ich bin nicht satt. Für mich war das krass schockierend, diesen Ausschnitt zu sehen, denn ich habe im Nachhinein so das Gefühl, naja, es war ein steiniger Weg, aber so schwierig war es jetzt auch nicht, oder? Und als ich das gesehen habe, wurde es mir bewusst, boah, du warst echt in einer Riesenkrise und du hast sogar überlegt, nach Hause zu gehen wieder, alle Zelte abzubrechen in München und wieder zurückzugehen. Und da war eine innere Stimme, die gesagt hat, nee, das lohnt sich, das Kämpfen. Und ich möchte auch damit, mit diesem Video, Mut machen für Leute, die jetzt gerade in der Krise sind vielleicht oder wo es nicht so läuft. Einfach, man muss dranbleiben, wenn man diesen Traum hat. Und ich hatte diesen Traum vom Filmemacher. Also war da diese innere Kraft, die gesagt hat, so, bleib dran und es wird klappen. Und ein Jahr später ist der Knoten geplatzt. So, ich habe eine Fernsehproduktion gemacht über die Allgäu Orient Rally für Sat.1. Es wurden Budgets
gesprengt und. Was vorher negativ lief, ist ins Positive umgeschlagen. Und ich glaube, ich wurde dafür belohnt, dass ich dran geblieben bin und gekämpft habe für meinen Traum. Und eine Sache möchte ich auf den Weg geben. Die wahre innere Stärke zeigt sich erst in Zeiten der größten Krisen. Da kannst du beweisen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, bei mir hat früher immer der Schuh irgendwie gedrückt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Adiletten bei mir ins Leben kamen. Da hat sich alles geändert. Seit ich Adiletten habe, ist es einfach ein ganz anderes Leben. Die Adiletten, die halten, was sie versprechen. Ich sag mal so, wer keine hat, ist selber schuld, ne? Bringt mehr Lebensqualität. Nein. Für 20, 30 Euro. Das ist geschenkt. Ich habe auch Flipflops angehabt. Hier, kannst du mal zeigen. Kaputt. Schau mal hier. Gerissen. Scheiße ist das. Passiert dir mit den Adiletten halt natürlich nicht, ne? Also fragt mal Leute, die keine Adiletten haben und Leute, die Adiletten haben. Das ist halt, ne? Hier, schau mal, hier siehst du wieder einen hier mit so Flipflops. Man sieht die herkömmlichen Flipflop-Träger. Nicht schön. Ja. Ne. Wenn er jetzt Flipflops austauschen würde und die Adiletten hätte. So, jetzt guck mal seinen Gesichtsausdruck. Das ist halt einfach ein Gamechanger. Ja, das ist ein Gamechanger. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist ein Gamechanger. Ich kann den Leuten nicht helfen, die es nicht wollen. Ja, mein Leben, da läuft's. Das ist halt die Dinger. Es wäre eine bessere Welt. Ja, Freunde, ich hatte neulich eine sehr, sehr interessante Situation. Und zwar war ich am Frühstückstisch und wollte mein Frühstücksei salzen. Und da habe ich gemerkt, da kommt nichts raus aus dem Salzstreuer. Hab drauf geschaut, der Salzstreuer ist ja nicht voll. Das Sieb war auch nicht verstopft. Warum kam da nichts raus? Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, habe es aufgeschraubt und gesehen, okay, da ist zu viel Salz drin. Das Salz hat keinen Spielraum mehr, deswegen kommt da nichts raus. Und dann, ich war in so einer philosophischen Stimmung. Dann habe ich es aufs Leben übertragen. Letzten Endes ist es ja bei uns Menschen genauso. Wir haben manchmal so viel Input. Das Rentenniveau von mindestens 48% ist durch. Der Kopf ist so voll mit Informationen, er ist nicht mehr frei und dadurch kommt auch nichts Gescheites mehr nach draußen. Also müssen wir Menschen doch eigentlich auch öfter mal unseren Salzstreuer wieder leeren, damit da was Vernünftiges rauskommen kann. Wie können wir unseren Salzstreuer leeren? Für mich ist es zur Ruhe kommen.
Mal Input, Stopp, mal keine Nachrichten, mal kein Social Media. Weniger Material, das mein Kopf verarbeiten muss. Mal in Urlaub fahren, mal genießen, meditieren, zur Ruhe kommen, mal einfach nur durch die Gegend blicken. Wenn der Kopf die ganze Zeit arbeitet, dann kann das Herz nichts zulassen. Und wenn die Stimmen da draußen immer so laut sind, dann hört man eigentlich auch nicht die innere Stimme. Und das heißt auch mal kein Social Media. Hey, wir sind mittlerweile so abhängig. Man muss echt aufpassen, dass man nicht süchtig nach dem Zeug wird, ne? Und man muss nicht immer alles mitteilen und man muss auch nicht alles konsumieren von jedem. Einfach mal durchatmen, mal bei sich wieder ankommen oder mit Freunden was Schönes unternehmen, offline. Und das kann den Salzstreuer extrem frei machen. Hier oben die Birne, die wird so schnell frei. Mit ein bisschen Trash-Talking, mit meiner Scheiße mal abspacken, wie auch immer, mal mit den Freunden feiern gehen. Aber einfach mal leben. So, wenn dieser Salzstreuer wieder geleert ist, wenn hier wieder was passieren kann, wenn da wieder Spielraum ist, dann kann auch wieder was Vernünftiges nach draußen kommen. Und das ist dann die Chance, wo am meisten Kreativität sowieso entstehen kann. Dann entsteht Lebenslust, Freude und dafür sind wir doch eigentlich auf der Welt, oder? Wir wollen doch Freude. Wir wollen nicht im Alter sagen, Mensch, was weiß ich denn alles? Ich will am Schluss sagen, Mensch, was habe ich denn alles erlebt? Was war das für ein geiles Leben? Und ich habe es auch genießen können, weil der Kopf frei war. Bitte schön, genießt euer Leben, raus damit. So ist es, ja? Das ist das Leben. Das Leben ist ein Salzstreuer. Ich saß in meiner Unterkunft in Südafrika und habe gerade Bilder bearbeitet, durchgescrollt und dann fielen mir zwei Bilder nacheinander eigentlich in die Hände und mir kam dabei ein Gedanke: Freiheit. Beide Fotos sind Erlebnisse, die ich gerade hatte hier in Südafrika. Das eine war ein Foto von Robben Island, der Gefängnisinsel, wo Nelson Mandela über 18 Jahre gefangen gehalten wurde. Das Gegenteil von dem zweiten Bild. Weiter Blick in meiner Airbnb. Ich war gerade am Arbeiten und das war für mich das Sinnbild für Freiheit, dort arbeiten zu können, wo ich möchte, dorthin reisen zu können, wo ich möchte, auch meinen Traumberuf ausüben zu können als Filmemacher. All das ist für mich Freiheit. Es ist mittlerweile eigentlich ja, selbstverständlich geworden. Wird befeuert durch Social Media natürlich. Wenn du dann deine Timeline durchscrollst, wird das natürlich extrem befeuert. Alles wird bereist, was gerade so Instagrammable ist. Und ich frage mich manchmal schon so, Bittner, ist dir eigentlich bewusst, dass du diese Freiheit lebst? Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, mal ja, mal nein. Und für uns ist es einfach schon zu normal geworden, dass wir alles bereisen dürfen. Es ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bewusstmacher, sich hier mit den Menschen zu unterhalten. Beispielsweise hatte ich ein Gespräch, ein sehr tiefes Gespräch mit einem Uber-Driver und der sagt, er darf
nicht außerhalb von Afrika reisen, obwohl er eigentlich gerne die Welt sehen würde. Aber er bekommt nirgendwo außerhalb von Afrika ein Visum. Und das ist irgendwie unfair. Guter Typ, aber hat komplett andere Vorzeichen. Ich habe hier mit einer Frau gesprochen, die im Krüger Nationalpark gearbeitet hat, und sie meinte, 95% vom Personal dort hat noch nie den Ozean gesehen. Sie wissen nicht, wie der Ozean aussieht. Sie haben es noch nie gespürt. Und so ist es nicht immer nur eine Frage, ob du irgendwo ein Visum bekommst, sondern ist auch eine Frage, ob du das Geld hast und ob du die Bildung hast. Weil viele wissen nicht von anderen Plätzen. Und hier ist es oftmals nicht möglich, nicht, dass du in ein anderes Land kommst, sondern dass du überhaupt in die andere Stadt kommst. Und ich muss sagen, diese und ganz viele weitere Begegnungen hier, das sind massive Augenöffner und krasse Bewusstmacher, dass das, was wir erleben dürfen, ist pure Freiheit. Manchmal diese Begegnungen, es braucht diese Erlebnisse, Erfahrungen, damit man es spüren kann. Und das hat hier Klick gemacht. Freiheit ist ein Geschenk, das ich niemals für selbstverständlich nehmen darf. Und das spüre ich jetzt. So, das waren meine persönlichen Lieblingsvlogs, und vielleicht hast du ein bisschen Inspiration tanken können oder vielleicht auch Lust bekommen, selber anzufangen mit dem Vloggen. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist einfach mega geil. Man wächst dadurch persönlich extrem, traut sich mehr, kommt aus dem Schneckenhäuschen raus, sowas bei mir auf jeden Fall, und kommt halt in die Puschen und hat so ein Ventil, eine Gemütslage, persönliche Erlebnisse, wie auch immer, was man auf dem Herzen hat, zu verarbeiten, entweder für sich oder für die Öffentlichkeit. Das entscheidest du ja selber, aber es ist extrem gesund. So wie so eine Selbsttherapie gewesen bei mir, ohne dass ich jetzt massive Probleme hatte, aber es ist auch vorbeugend und tut der Seele extrem gut. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn du Bock hast, da in die Richtung vielleicht mehr zu machen, dann schau dir gerne das nächste Video an, da gebe ich dir ein paar Tipps, Inspiration. Ach ja, und by the way, ich habe logischerweise auch einen Kurs dazu gemacht, um meine Erfahrungen zu teilen und dir ein paar Abkürzungen zu zeigen. Einfach, strukturiert und so, dass du direkt in die Umsetzung kommst. Den Link findest du unten in der Beschreibung, wenn das tatsächlich ist. Dann schnapp jetzt zu, und hier wartet schon ein nächstes Video auf dich, wo du noch mehr Inspiration bekommst und noch mehr Hunger, noch heißer wirst aufs Loggen. Viel Spaß damit.